Es ist eine Geschichte, die Sie alle kennen. Eine Geschichte der Hypoalpe Adria, die uns massiv belastet. Fast täglich, würde ich sagen. Und selbstverständlich auch den Freistaat Bayern belastet. Daher sind wir übereingekommen, nach langen Verhandlungen einen solchen Vergleich abzuschließen. Dieser Vergleich hat im Wesentlichen drei Elemente. Das eine ist, wir versuchen, Rechtssicherheit und Rechtsfrieden herbeizuführen. Das zweite ist, wir sind übereingekommen, dass es sich bei diesem Vergleich um eine Art Garantiezahlung der Republik Österreich an den Freistaat Bayern handelt. Und sofern durch die Erlöse des Verkaufs der Heta zumindest dieser Betrag erlöst wird, wir das wechselseitig wieder ausgleichen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn mehr erlöst wird, dass dann auch noch mehr an die Gläubiger überwiesen wird. Und das Dritte, was schon ein sehr wesentlicher politischer Punkt ist, dass wir die gut nachbarschaftlichen Beziehungen der beiden Länder, die ja Tradition haben, mit diesem Vergleich auch wiederherstellen können und gemeinsam bei all Problemen, die wir neben der Heta haben, nehmen Sie nur die Flüchtlingsproblematik, zu einer wie in der Vergangenheit fruchtbaren und konstruktiven Zusammenarbeit kommen. Die Eckpunkte des Vergleichs sehen nun vor, dass wir heute diese Vereinbarung abschließen. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ermächtigung sind bereits vorhanden. Die Beschlüsse der jeweiligen Organisationen sind ebenfalls vorhanden, sodass dieser Vergleich abgewickelt werden kann und wir nach Unterschrift unter diesem Vergleich in den nächsten Tagen 1.230.000.000 an den Freistaat Bayern als akkontierte Garantieleistung überweisen werden. Damit ist sichergestellt, dass wir mit diesem Vergleich zu einer Bereinigung insgesamt von einem Prozessvolumen kommen, das kumuliert über alle Verfahren, die zwischen Kärnten, Landesholding, Banken, Staaten laufen und einen kumulierten Wert von 16 Milliarden Euro ausweisen, wir jetzt eine Möglichkeit haben, dass es zu keinen unendlich langen Prozessen kommt mit gigantischen Kosten, sondern dass wir hier einen Weg gefunden haben, einen neuen Schritt in Richtung Lösung des Problems Heta vorzunehmen. Das sind zwei Prozesse zwischen der Bayerischen Landesbank und der Heta. Diese führen wir zu Ende, um eine Firewall aufzubauen, um Rechtssicherheit zu schaffen, um die Angriffe, die zu erwarten sind, von Gläubigern, die möglicherweise sagen, diesen Vergleich wollen wir bekämpfen, doch weit schwieriger werden. Und daher sind wir auch hier gemeinsam übereingekommen, dies fortzusetzen. Und ich halte auch diesen Schritt im Sinne der Rechtssicherheit für einen wichtigen und entscheidenden Schritt, den wir hier gemeinsam getroffen haben. Denn das ist ein Betrag, der, glaube ich, kann man sagen, der ist akzeptabel für beide Seiten an der Stelle. Und für uns ist es so, dass wir einen Betrag auch schaffen als Signal, dass wir bestenfalls am Ende vieler Streitigkeiten bekommen hätten. Das muss man einfach sehen. Und dieses Signal, ewig zu streiten, Rechtsfragen nicht gelöst zu lassen und damit beide Banken und die beiden Staaten im Unklaren zu lassen, wäre ein völlig falsches Signal gewesen. Und ich glaube auch, das sage ich ausdrücklich, dass auch im Verhältnis der beiden Länder tatsächlich an der Stelle ein wichtiger Beitrag ist, eine schwierige Situation zu lösen. Auch das, glaube ich, ist einfach wichtig, denn wir haben auch in anderen Finanzfragen eigentlich meistens eine ähnliche Haltung, wenn ich an Euro-Fragen und Ähnliches denke. Und das führt dann schon zu einer Wiedernormalisierung der Verhältnisse.